Ich nehme die Kippe aus, weil es für die Kamera an ist. So blöd, Mann. Alle Fakten zu unserem, wie heißt das Ding? Plymouth Roadrunner. Kommen jetzt alle direkt Informationen für euch exklusiv aus dem Nagelstudio. Nein, ernsthaft. Ich habe mir jetzt endlich mal Zeit genommen, um euch mal mit Fakten zu versorgen über das Auto und wie ich da überhaupt dran gekommen bin und all sowas, ja? Und zwar, wir haben hier ein ganz wundervolles, vollständig restauriertes Exemplar eines 1972er Plymouth Roadrunner mit dem kleinen 340er Mopar-Motor. Der 340er Mopar-Motor ist gar nicht so groß, der hat ja nur, was hat denn der? 5,6 Liter Hubraum, aber er ist unglaublich drehfreudig und ist so ziemlich einer der meistgetuntesten Motoren. Also den bewegen die eigentlich so mit 350, 380 PS. Wie viel der jetzt hier hat, wissen wir gar nicht. Was an diesem Auto sehr, sehr interessant und geheimnisvoll ist, wir wissen leider da gar nichts drüber. Und wir können jetzt hier mal gemeinsam eine Erstbegehung machen über dieses geheimnisvolle Exemplar. Was wir wissen, ist, dass da irgendwer, der überhaupt keine Ahnung hatte, unglaublich viel Geld in die Hand genommen hat und dieses Auto restauriert hat, restaurieren lassen hat, wie auch immer. Also ich schätze mal, er hat alles machen lassen. Lackierung, Schweißarbeiten, Motor komplett neu gemacht, Getriebe, alles und dann irgendwie alles zusammengebaut, aber alles irgendwie nicht richtig. Und dann wurde die Lust daran irgendwie verloren. Und dann ist der von einer Hand in die andere, von einem, der noch weniger Ahnung hatte und dann nochmal zu jenem, der auch gar keine Ahnung hatte. Der fand das Auto cool, hat den 2 Jahre bei sich in der Garage stehen gehabt und hat da auch nichts dran gemacht, weil er auch nichts machen kann. Er sagte zu mir, er fährt lieber und er war mit seiner Frau da irgendwie, haben sich in das Auto verliebt, haben da irgendwie auch viel Geld für bezahlt, so irgendwie knapp 20.000 Euro. Aber nicht einmal einen Schraubenzieher in die Hand genommen und irgendwas daran gemacht. Und so haben wir das Auto eben halt vorgefunden und haben den eben halt gekauft. Und unser Plan ist jetzt, dieses Auto wieder richtig ordentlich auf seine schon restaurierten Beine zu stellen und wieder auf die Straße zu bringen. Unseren Plan dafür erzählen wir euch genau jetzt. Also, was überhaupt an dem Auto sehr, sehr seltsam ist, ist, wie gesagt, er ist wirklich wundervoll restauriert. Er hat überall Neuteile. Wir haben, ich glaube, 4, 5 Kisten an originalen Mopar-Neuteile sowie auch reproduzierte Sachen dazugekriegt. Und wenn man jetzt hier mal so guckt, Chrom, ganzen Zierleisten, sämtliche Weatherstrips, Türenverkleidungen, hier die Gummis, alles ist nagelneu. Das Armaturenbrett ist auch komplett neu bezogen, neues Lenkrad haben wir dabei. Hier sind die nagelneuen Sitze. Die sind nicht nur neu bezogen, sondern man sieht das. Ach hier, da kannst du mal reinfilmen. Da sieht man auch, dass die ganze Rücksitzbank komplett brandneu ist. Die sitzt da verkehrt rum noch drin. Wir haben das nämlich ausgeräumt. Also kistenweise haben wir neue Teile für das Auto. Hier sämtliche Schläuche, Dichtungen alle zweifach, dreifach und alles. Und ja, so ist es halt. Nur für mich im Prinzip nicht verständlich, warum man so ein Auto vollständig restauriert, sämtliche Sachen alle hat und dann will ich euch was zeigen. Der hat einen Heckschaden und der ist mal gar nicht so klein. Ach Scheiße, hab ich den Schlüssel wieder oben gelassen. Also hier hat er auf die hintere Stoßstange eingekriegt und das Heckblech ist auch ein kleines bisschen so reingegangen. Und man sieht das, wenn man jetzt hier guckt an den Spaltmaßen. Die Spalte sind an dem Fahrzeug übrigens sehr, sehr gut. Hier passt das alles. Hier hat er einen kleinen Lackschaden, den müssen wir noch wegmachen. Hier passt das Spaltmaß perfekt. Genau wie an den Türen und vorne und Motorhaube auch überall. So wie hier auch. Aber hier unten geht er zusammen. Das heißt also, hier hat das Heckblech leicht eingekriegt und das müssen wir dementsprechend rausziehen. Was aber total ärgerlich ist, typisch Amerikaner in der Zeit, als die Muscle Cars gebaut haben, jedes Auto ist im Prinzip richtig gleich nur ein Jahr gebaut worden. Das ist ein 72er und es ist so ziemlich unmöglich, dafür eine Stoßstange zu kriegen. Also ich habe schon auf der ganzen Welt geguckt, ich kriege dafür keine Stoßstange. Glücklicherweise ist wohl so richtig, wie ich es gelesen habe, verbessere mich bitte, Christopher, falls du es besser weißt, dieses Fahrzeug als GTX gebaut worden und der hatte Kunststoffstoßstangen in Wagenfarbe lackiert. Und das ist jetzt mein Plan B. Ich gehe daher und baue diese Stoßstange ab, richte sie, mache die Beule hier raus so gut wie ich kann und dann wird das gespachtelt und die Stoßstange hinten wird komplett in Wagenfarbe lackiert, genau wie die vordere auch.
Die vordere ist zwar vollkommen in Ordnung. Die vordere ist zwar vollkommen in Ordnung, aber wenn hinten Wagenfarbe, dann vorne auch Wagenfarbe. Finde ich ein bisschen ärgerlich und ein bisschen frevelhaft auch. Die vordere Stoßstange kann ich neu kaufen. Kostet irgendwie $400 plus Versand, plus Zoll, plus allem drum und dran. Aber die hintere gibt es leider nicht. Also was soll ich machen? Es gibt keinen. Ich kann jetzt höchstens in meinen USA nochmal gucken, wenn ich mit Dömchen drüben bin, ob ich da nochmal eine finde. Ich kaufe da ja eh noch ein paar Autos, dann stecke ich mir die irgendwie auf ein Auto drauf oder sowas. Aber da muss ich sie auch neu verchromen lassen. Bin ich auch irgendwie nur mit verchromen, auch für 1000, mit einem Tausender dabei. Und ernsthaft, der GTX sieht geil aus mit den lackierten Stoßstangen, ne? Guckt mal, wenn ihr Interesse habt, so ein bisschen bei Google rum, da findet ihr Fotos. Also ich finde es nicht schlecht, ich würde notfalls die Stoßstangen vorne und hinten lackieren. Ne? Ja, wie gesagt, Motor auch, ist nagelneu, brandneu, geht mir jetzt auf. Oh, wir hatten den zugeschmissen, Dome, der hat gerade reingefahren. Der Motor ist brandneu, wir haben ihn jetzt am Laufen. Und das Geheimnis ist eigentlich, dass die hier die falschen Zündkerzen drin hatten. Die hatten einen völlig falschen Wärmewert. Und das war alles total unplausibel, die Zündreihenfolge, alles hatte gepasst. Ich habe auch schon so grob Zündzeitpunkt alles neu eingestellt, gemacht, getan, Vergaser dann rumgedreht, so ein bisschen alles in so eine mittlere Position gebracht. Und der wollte aufs Verrecken nicht laufen, hatte Fehlzündung ohne Ende. Ich dachte, das gibt's nicht. Ich habe sowas schon mal gehabt bei einem Opel CIH Motor, ist irgendwie 20 Jahre her und da war das auch so. Da waren einfach Zündkerzen mit einem falschen Wärmewert drin und der war nicht ans Laufen zu kriegen. Jetzt habe ich... Ist auch nicht so richtig. Ich weiß, normal kommen da originale AC-Delco-Kerzen rein. Aber ich bin ja NGK-Fan, also habe ich NGK-Kerzen gekauft, die für das Fahrzeug, für den Wärmewert vorgesehen sind. Haben wir schön reingemacht, ne? Christopher Roos und ich, ne? Und jetzt läuft das Auto ganz, ganz fantastisch, ne? Anmachen tue ich ihn jetzt nicht mehr. Christopher hat ein paar schöne Aufnahmen von draußen, wo ich mich gefreut habe, dass er endlich läuft. Die zeigt er euch bestimmt. So, meine Lieben, wir haben frische Kerzen drin, wir haben alles gecheckt, Zündung eingestellt und jetzt hört mal. So muss ein Mofa abgehen. Ja, also alles ganz gut gemacht. Die originale Hupe haben sie drin, nagelneu müssen wir noch anschließen. Motorblock, wie gesagt, ist komplett nagelneu. Wir sehen das hier auch am Öl, hier ist noch das Einlauföl drauf. Der hat noch wirklich gar nicht gelaufen mit dem Öl. Das war ganz, ganz hell, als wir ihn gekauft haben. Kannst du dich erinnern? Nee, du hast es gar nicht gesehen, glaube ich. Ne? Da war es wirklich noch wie Honig. Und jetzt haben wir so ein bisschen, weil wir da draußen mal eine Stunde oder zwei Stunden im Stand laufen lassen haben. Jetzt ist es schon ein bisschen dunkler, also der Motor ist wirklich brandneu, so wie das Getriebe auch. Erstmal treffen hier sämtliche Schläuche, alles wirklich gut, aber warum macht man das? Warum restauriert man so ein Auto komplett, lässt diesen blöden Heckschaden da drin und kriegt den mit einem neuen Motor und Getriebe nicht ans Laufen, dann hätte ich den doch auch schon mal irgendwie wieder in die Werkstatt gebracht, ne? Ja, also was haben wir mit dem Auto vor? Ich habe bestellt und zwar, die Sachen sind alle da, wir werden ihn erstmal komplettieren, bauen ihn schön zusammen, fangen da richtig schön ordentlich mit an, Teppiche reinbauen, die ganzen Zierleisten alle wieder dran bauen, da brauche ich noch so ein paar Kunststoffkleber und so Kleinigkeiten, ist klar, ihr seid hoffentlich mit dabei und Scheibenbremsen, das Auto hat rundherum Trommelbremsen und wie ihr seht, keine Powerbrakes, also hier fehlt ein Bremskraftverstärker, also habe ich keine halben Sachen gemacht, so wie ihr euer Nägelchen ja kennt, ich habe vorne bestellt, komplett links, rechts Achsstummel mit neuen Radlagern, Bremsscheiben, eine Adapterplatte für die Hauptbremszylinder und ein komplettes System, neuer Hauptbremszylinder mit Bremskraftverstärker, alles Plug and Play, ist eine Firma in Los Angeles und die fertigen das auch für das Fahrzeug richtig, ist schon auf dem Weg hierher, der ganze Kram. Vorne Scheibenbremse umbauen, Powerbrakes nachrüsten. So, bestellt habe ich auch einen ganz brandneuen 650er Edelbrock-Vergaser. Der kommt drauf, ich hoffe, der kommt morgen schon. Wir wollen mal sehen, wie schnell wir das alles hinkriegen und das zusammenbasteln können. Also eine 650er Edelbrock kommt da drauf. Und ja, das ist das beste Beispiel, wo ich gerade von gesprochen habe. Ne? Da ist jetzt ein Holley drauf, der Vergaser mag da auch ganz gut drauf sein, alles gut. Aber hier ist das Kickdown-Gestänge
Und das ist, da gibt es keine Anschlussmöglichkeit. Also da ist jetzt hier nichts dran, irgendwie um das anzuschließen. Ne? So, Edelbrock kommt. Neue Edelbrock-Vergaser kostet irgendwie zwischen 400 und 500 Euro irgendwas. Aber dieses ganze Kleinkram hier rundherum, da habe ich auch noch irgendwie 180 Euro dafür bezahlt, dass ich hier ordentlich das Getriebe dann angeschlossen kriege. Ne? Dann blitzen wir den ordentlich ein. Wir haben ja unseren guten alten Suntester da. Da blitzen wir den Motor ordentlich ein. Mit Unterdruck, ohne Unterdruck ordentlich. 30 Grad VOT, 35 Grad VOT, glaube ich, bei 3000 Umdrehungen. Und ich glaube, so 13 Grad VOT im Standgas. Ne? Also ich gehe davon aus, der Motor soll so irgendwie 350 PS haben. Was die daran gemacht haben, weiß ich nicht. Wir werden das alles nach und nach rausfinden. Ne? 15 Zoll Räder haben wir schon drauf. Die lasse ich erstmal drauf. Da passen auch die neuen Scheibenbremsen runter. Das ist auch erstmal egal. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Gibt es dazu noch irgendwas zu sagen? Fällt dir noch was ein? Ja, auch hier alles schön neu gemacht, ne? Und gut gemacht, Gott sei Dank. Also ich habe da jetzt keinen Bock da drauf, wenn ich jetzt die Karre gesehen hätte, lackiert und dann hier abgeklebt mit Zierleisten und alles, haben die rausgebaut, Windschutzscheiben ordentlich reingebaut und die ganzen Chromleisten auch wieder gut gemacht. Also im Prinzip haben die hier alle ganz gut gearbeitet. Hier, ich sehe auch nicht viel Fusch, auch hier hinten die Scheibenrahmen. Sehr, sehr ordentlich, muss ich schon sagen. Ich glaube, guck mal, hier ist noch nicht mal, sind noch nicht mal größer gefräst worden und die Ablage für größere Lautsprecher. Auch schon mal gut, ne? Wenn sie da jetzt irgendwie mit der Stichsäge rumgedremelt hätten. Ich glaube, das wird ein richtig schönes Auto und ich hoffe, dass ihr bei uns bleibt und diese Geschichte hier verfolgt, ne? Ah, die Stoßstangen hinten, das ärgert mich. Ich hätte gerne Chromstoßstangen da dran gehabt, ne? Aber macht mal Vorschläge, wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Ne? Es ist wirklich alles sauteuer für dieses Auto. Hinten die beiden Rückleuchten habe ich gesehen. Ich bin froh, dass die heile sind. Kosten $700. $700 plus Versand, irgendwie $150 plus Zoll. Ist mal mit 1000 Euro irgendwie dabei, nur für die beiden Rückleuchten hinten. Ne? Ja, unten drunter ist auch alles neu, aber das zeigen wir euch im nächsten Video. Geht's weiter mit unserem 72er Plymouth Roadrunner. Ich wünsche euch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Gucken. Tschüss.